Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute zeige ich euch, wie man den Bruchteil einer Zahl berechnet. Vorweg, das ist total einfach und in ganz wenigen Minuten kannst du das auch. Und wir fangen wie immer ganz einfach an. Wir wollen wissen, was ist ein Halb von, was nehmen wir, von 6. So, ein Halb von 6. So. Wir müssen überlegen, ein Halb, die Hälfte und die Hälfte von 6 ist 3. Ist ja ganz einfach. Die Frage ist, wie rechnen wir das? Und wir rechnen das in zwei Schritten und dabei beachten wir den Bruch. Wir rechnen nämlich als erstes 1 mal 6. Ne? 1 mal 6, wir können auch sagen Zähler mal Zähler. Und 1 mal 6 sind 6. Logisch. Und im zweiten Schritt, da rechnen wir jetzt 6 geteilt durch 2. Und das sind 3. Und dann sind wir fertig. So, so berechnet man das. Und wenn wir uns das nochmal kurz anschauen, dann ist der erste Rechenschritt dieser hier. Und der zweite Rechenschritt ist dieser hier. Okay? Erst der Zähler, dann der Nenner. So, und jetzt ist das ja total einfach, wenn das von einer ganzen Zahl ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie das dann funktioniert, wenn wir zwei Brüche haben. Und wieder fangen wir ganz einfach an. Wir nehmen nämlich jetzt wieder den gleichen Bruch, nämlich ein Halb von 6. Aber dieses Mal machen wir aus den 6 einfach mal 6 Ganze. So, und jetzt merkt ihr Folgendes. Ach, das ist ja genau das Gleiche. Richtig, wir rechnen nämlich wieder Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Passt auf, wir rechnen 1 mal 6 und das Ganze geteilt durch 2 mal 1. So, 1 mal 6 sind 6, 2 mal 1 sind 2. Das können wir kürzen, nämlich mit der 2. Und dann steht hier oben 3, ne? 6 geteilt durch 2 sind 3, 2 geteilt durch 2 sind 1 und 3 Ganze sind 3. Ergebnis zweimal unterstreichen. Und so berechnet man einen Bruchteil. Das war schon alles und jetzt machen wir noch ein paar Übungen. So, auf geht's. Wir rechnen 3 Beispiele. Als erstes 1 halb von 1 halb. So. Wir machen daraus eine Multiplikationsaufgabe, also rechnen wir 1 halb mal 1 halb. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, den Zwischenschritt aufschreiben. 1 mal 1, also Zähler mal Zähler, geteilt durch Nenner mal Nenner. Das muss man nicht machen. 1 mal 1 ist 1, 2 mal 2 ist 4. Und die Antwort ist 1 Viertel. Die Hälfte von der Hälfte ist 1 Viertel. Zweite Aufgabe. 1 halb von 3 Viertel. So, wir machen daraus wieder eine Multiplikationsaufgabe. 1 halb mal 3 Viertel. Wenn ihr wollt, macht ihr wieder den Zwischenschritt. Also 1 mal 3 im Zähler und 2 mal 4 im Nenner. Und dann 1 mal 3 sind 3 und 2 mal 4 sind 8. Das Ganze zweimal unterstreichen. Fertig. Okay, ihr seht, ist eine ziemlich einfache Kiste. Das letzte. 2 Fünftel von 3 Fünfteln. Okay, Multiplikationsaufgabe. 2 Fünftel mal 3 Fünftel. 2 mal 3 sind 6. Diesmal lasse ich den Zwischenschritt schon weg. Und 5 mal 5 sind 25. So, kann man das kürzen? Nein, denn das muss man ja immer vorher nochmal prüfen. Kann man aber nicht und dann sind wir fertig. Und so kann ich einen Bruchteil berechnen und natürlich kann man auch den Bruchteil von einem Bruch berechnen. Okay, das war's.